Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und auch heute zum Glück an meiner Seite der gute Tomate. Jo, hallo Arti. Hallo junges Gemüse. Freut mich wieder Denn hier zu sein. wir schauen jetzt ja von ja, ARD, Monitor, der AfD-Staat, Rechtsextreme an der Macht. Also Ich muss der bei dem Name Titel ist schon schon wieder grinsen. Ja, minimal also, neutral. ja, wie die es schaffen, schon im Titel, im vierten Wort, den Brunnen zu vergiften. So. Das ist so geil. Naja, sie kommen aus der Zukunft und die Wahl ist gewonnen. Ne? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Also. Ja, der Klappentext ist auch cool. Also es geht darum, sie machen jetzt hier ein Experiment mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Wie würde dieses Land unter Führung einer rechtsextremen AfD-Regierung aussehen? Aha. Wie würde es denn unter Führung einer normalen AfD-Regierung aussehen? Na gut, AfD ist gleich rechtsextrem für diese Leute. Anscheinend, Ja. ja. Ich bin jetzt gespannt, durch was für merkwürdige Reifen die springen mit KI. Also, die werden wahrscheinlich ChatGPT fragen. Hier, ich beschreibe dir eine Person. Sie heißt Björn Höcke. Sie hat Folgendes bereits gesagt. Stelle dir vor, jetzt sie ist an der Regierung. Und schreibe mir einen Text, wie schlimm alles wird. Vielleicht haben Es sie soll auch Midjourney komisch befragt. werden. Male ein Das Bild, Bild was malen. passiert, wenn Ja, du siehst vielleicht. Ja, bitte. den Himmel flugzeugbehangen, Ja, auf jeden. Jeden. Die dass Lager sind wieder die auf. Spatzen werden zu Fuß gehen müssen. Herrlich. Okay, schauen wir mal rein, ne? Ja, bitte. Die Parlamente, Herzkammern der Demokratie. Mittendrin sitzen Sie bereits, Abgeordnete der AfD. Da muss man schon reingrätschen. Ne? Also, sie sitzen schon in den Herzkammern, ne? Das heißt, Ja, so bald mittendrin. gibt es einen Herzinfarkt, wenn sie sich noch weiter Ja, ausbreiten und die, das ne? ist tatsächlich die richtige Ah, Analogie hier. Gott. Das Virus hat sich schon festgesetzt, es hat sich ausgebreitet, die Metastasen bilden sich. Schaut euch an, Björn Ja, Gott, das ist lächerlich. Ja. Doch sie wollen längst mehr. An die Hebel der Macht, an die Regierung. Nächstes Jahr holen wir uns drei Landesregierungen, dann geht's weiter. Dann durch. Ministerpräsident Björn Höcke und Kanzlerin Dr. Alice Weidel, dann wird aufgeräumt. Jetzt sind wir in das Stadium des Vorbürgerkriegs eingetreten. Die AfD an der Macht. Der Staat in der Hand von Rechtsextremisten. Was würde das ganz konkret bedeuten? Für Herrlich. Demokratie, für Meinungsfreiheit, für soziale Gerechtigkeit. Wir wagen ein Experiment. Für Meinungsfreiheit. Ah, interessant. Also, wie war das letztens hier mit, es sollen Sachen, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen, trotzdem zur Anzeige gebracht werden? Also, ich fühle mich so frei wie noch nie in diesem Land. Vielleicht kannst du noch mal ausführen, wer das gesagt hat und warum. Ich weiß gerade nicht mal, wer es gesagt hat. War es die Faeser? Es war die Feser, ja. Und du hattest ja letztens erst, da hatten wir mal privat drüber geredet, da hast du mir so einen Weltartikel geschickt vom Thomas Haldenwang, dem Chef vom Verfassungsschutz, Stimmt, wo ja. du dich auch so ein bisschen mokiert hast über so eine Stelle, wo der nämlich in so einem Interview geschrieben hat: Ja, Meinungsfreiheit gibt es in Deutschland, alles klar, aber der Aber. Verfassungsschutz ist dafür da, zu gucken, dass Sachen, die nicht strafbar sind, dass man trotzdem die beobachtet, sage ich mal, und unter Genau. Kontrolle hält. Ja, ist doch Also der schön, ne? Also. Verfassungsschutz richtet sich auch explizit gegen nicht strafbare Äußerungen, sage ich mal. Und genau so, Was so alles Innenminister eigentlich und ad absurdum Innensekretär. führt. Ne? Also, du darfst zwar alles sagen, aber einmal und dann kommt der Verfassungsschutz. Und wir werden Nee, jetzt zu warte, den das ist ja Punkten. nicht mal richtig. Du darfst das sagen, gesetzlich legitimiert, aber der Verfassungsschutz scheißt drauf und beobachtet dich trotzdem als Staatsfeind, Ja. weil du dein Recht wahrnimmst. Das ist so dumm. Sorry, da bin ich dir kurz reingegrätscht. Und dann waren noch so diese Punkte jetzt, da stand hier, was bedeutet das für Demokratie, Meinungsfreiheit und Rechtsstaat? Also das sind alles so Punkte, auf die werden wir noch im Einzelnen eingehen, aber da habe ich ja jetzt schon große Bedenken, was die aktuelle Demokratie angeht, den aktuellen Rechtsstaat, die aktuelle Meinungsfreiheit. Also zum Beispiel Stichwort Demokratie, wenn man da sich so eine Wahl beobachtet, wie von dem Herr Kemmerich in Thüringen, wo der Herr Kemmerich mit Stimmen der FDP halt zum Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt wurde. Also mit Stimmen Und von dann wurde, CDU und AfD, genau, ja. genau, und dann wurde die Wahl rückgängig gemacht.
Also das ist halt ein, finde ich, ein unfassbarer demokratischer Vorgang. Und seitdem, das ist jetzt schon Jahre her, hat Thüringen nur so eine Übergangsregierung. Also Und da hieß der, es immer, das ist nur ja. für kurze Zeit, diese Übergangsregierung. Ja, fünf Genau, Jahre später. und die hält jetzt 5 Jahre später. Das ist ein unfassbar undemokratischer Vorgang. Dann genauso Thema Meinungsfreiheit, sowieso. Also Meinungsfreiheit sehe ich in Deutschland extrem in Gefahr. Also es gibt ja so viele Leute, bin ich auch der Meinung, die sagen, man kann nicht so wirklich frei seine Meinung äußern. Also stellt euch mal vor, in irgendeinem Unternehmen oder so, ihr sagt ganz offen, was weiß ich, ihr wählt AfD, ihr seid für Remigration, was weiß ich. Da kann es in vielen Unternehmen schnell passieren, dass ihr zum Beispiel euren Job los seid. Einfach nur wegen eurer politischen Meinung. So steht es um die Meinungsfreiheit. Oder eben, dass Ja. sogar bei euch der Staatsschutz klingelt oder irgendwas, wenn es noch ein bisschen weitergeht. Und da sind wir ja im verwöhnten Osten, wo das noch ein bisschen, ne, Ja, und legerer selbst hier ist es gehandhabt wird, schon, eigentlich. Ja. ja, und selbst hier ist es schon teilweise kritisch. Ja, und dann noch, was war das Dritte? Demokratie, Meinungsfreiheit, ach, Rechtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit. ne? Ja, Ja, das berührt die Rechtsstaatlichkeit. anderen Punkte ja schlussendlich, ne? Ja, wer hatte das gesagt? Horst Seehofer war das, glaube ich. Migration ist die dauerhafte Herrschaft des Unrechts oder sowas. Ja, Diese schön. Masseneinwanderung, so sehe ich das auch immer noch. Ja, Also da ist zum Beispiel auch keine Rechtsstaatlichkeit gegeben. es ist ein offener Solche, Rechtsbruch auf jeden Fall. ja, Ja. auf jeden Fall. Also wir haben ja diese Dublin-Verträge, diese Dublin-Abkommen. Und da ist eigentlich ganz klar geregelt zwischen den EU-Ländern, das erste EU-Land, was jetzt einen Flüchtling aufnimmt, das müsste dann eigentlich tätig sein für diese Flüchtlinge. Also bei uns steht ja auch im Artikel 9 Absatz, was war's? 9a Absatz 2 Grundgesetz, dass sich eben nicht auf das Asylrecht jeder beziehen kann, sondern nur die, die nicht durch einen sicheren Drittstaat eingereist sind. Aber da Deutschland nur von sicheren Drittstaaten umgeben ist, haben halt die Leute eigentlich, die Zuwanderer, gar keine Asylberechtigung. Ja, es gibt ja dann immer diesen Punkt, dass Deutschland asozial war, dass dieses Abkommen überhaupt zustande gekommen ist. Aber dann denke ich mir halt immer, die EU ist nicht bloß Deutschland. Also die anderen Staaten haben das damals auch unterschrieben. Die wussten natürlich nicht, dass das so ausartet, aber Ja, unbedingt. schlussendlich, ne? Ja, Die sind klar, auch erwachsen, also. dass sich die EU-Länder absprechen mit den Flüchtlingen, das ist schon alles okay, aber das Problem ist, wir sind am Ende extrem stark die Leidtragenden in Deutschland, also unproportional viele Flüchtlinge nehmen wir auf, im Gegensatz zu den anderen Ländern. Ja, Und was heißt es gibt ja kein absprechen? Ende Wenn mehr. irgendjemand sagt, wir nehmen die nicht, wir schicken die zu euch, dann machen wir nicht die Grenzen zu und sagen, ja, nee, die bleiben bei euch. Also passiert halt gar nichts. Und das wissen die anderen auch. Ja, Also das es stimmt. ist ein zahnloser Tiger hier halt, dieser Staat. Das Der Problem, Stelle. ja. Aber es gibt ja so auf dem Papier schon immer mal so ein paar Verschiebungen, dass man sagt, ja, Niederlande spricht sich jetzt ab mit Deutschland, wir haben so und so viele Flüchtlinge genommen. Nehmt mal hier ein Ja. paar auf oder was weiß ich, sowas habe ich schon öfter mal gelesen. Aber klar, am Ende sind es Peanuts. Also die Genau, große genau. Massenmigration geht halt nach Deutschland. Und die ist, ja, und die große Massenmigration ist vor allem unkontrolliert nach wie vor. Na gut, jetzt haben wir schon wieder ganz schön gesammelt. Jetzt haben Lass wir mal den gucken. Brunnen gegen vergiftet. Ja. Moment, einen Blick in die Zukunft mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Wie sähe dieses Land unter einer AfD-Regierung aus? Was wäre, wenn? Blühende Landschaften. Oh, diese Musik schon. Die künstliche Intelligenz ChatGPT-4. Ein Programm, das auch Zukunftsszenarien entwerfen kann. Denn ChatGPT wurde mit Millionen von Daten gefüttert. Mit Texten, Büchern, öffentlich zugänglichen Oh Informationen. Mann, Das heißt, ChatGPT kennt auch die Programme der AfD, weiß, was AfD-Politiker sagen und schreiben und was über die Partei berichtet und beforscht wird. Kann die KI mit all diesem Wissen vorhersagen, wie ein Land unter einer AfD-Regierung aussehen würde? da muss ich hier gleich mal reingrätschen, was ChatGPT angeht. Deswegen musste ich jetzt so ein bisschen lachen, weil das ist so ein typisches, ja, so ein bisschen Normie-Ding vielleicht, dass man die Funktionsweise von KI extrem überschätzt. Also in dem Sinne, dass man jetzt wirklich denkt, das wäre eine künstliche Intelligenz. Also Genau. klar, die KIs, die sind, also vor 10 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ein Computer mal ein Bild malen könnte. Ich hätte immer gesagt, das ist einfach nicht möglich. Das ist schon Ja. wirklich spektakulär, was die können. Aber so richtig intelligent sind die halt doch nicht. Die KIs, die sind halt nur sehr gut darin, dir den Eindruck zu vermitteln, sie wären intelligent. Also wie jetzt zum Beispiel ChatGPT funktioniert, das funktioniert ja im Einzelnen
viel durch Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die haben sich halt Millionen von Texten angeschaut und wissen, welches Wort wahrscheinlich auf ein anderes Wort folgt und können dadurch halt die Sätze gut grammatisch richtig bilden, weil die wissen, in dem deutschen Satz muss nach so einem Wort meistens dieses kommen und so weiter und so fort. Und das wird halt viel unterfüttert mit Trainingsdaten und die Trainingsdaten kommen natürlich auch aus, was weiß ich, Medien. Also die, und das, da ist jetzt mein großer Kritikpunkt zum Beispiel. Die sagen jetzt, ja, ChatGPT kennt die Parteiprogramme der AfD. Das ist richtig, der wird die Parteiprogramme sicherlich auch eingelesen haben. Aber ChatGPT arbeitet ja vor allem auch extrem mit den Trainingsdaten, die es aus Medien enthält, aus irgendwelchen Spiegel-Online-Artikeln, Welt und so weiter. Artikel ja, über die AfD dann, ne? Genau, und das ist ja von der reinen Textmasse, würde ich schätzen, dicke 1000-mal mehr, als was die AfD selber hinstellt. Also ich finde, 1000 ist jetzt nicht übertrieben vom Faktor. Wenn man sich überlegt, Spiegel Online, die machen pro Tag, schreiben die bestimmt 30 Artikel. Wenn nicht 50, ich weiß es nicht. Also ich finde es zuallererst mal auch beeindruckend mit diesen neuronalen Netzwerken, was da zustande gekommen ist überhaupt. Das konnte sich halt wirklich keiner vorstellen, dass das in die Richtung mal funktionieren täte. Ja. Aber wie du schon sagtest, das ist halt immer der Aufguss des schon Vorhandenen. Ne? Und ja, also man müsste, wenn man hier neutral rangehen wollte, wahrscheinlich das Wahlprogramm um den Faktor 5000 höher gewichten als alle anderen Einspeisequellen. Aber das passiert halt nicht. Das wird nicht passieren. Also ganz ehrlich, wir werden hier sehen, was so Outlets wie Spiegel Online und so weiter denken, was eine AfD-Regierung bedeuten würde. Und jetzt wird es ja noch... Ja, und jetzt wird es ja noch verrückter. Das ist auch so ein interessanter Effekt, dass die KIs ja mittlerweile teilweise mit sich selbst gefüttert werden. Was ich sagen will, ist muss das schon so weit, ja? Naja, ja, das ist halt Folgendes zum Beispiel. Die machen jetzt hier ihre Doku, ne? Und haben jetzt hier ChatGPT gefragt. So, jetzt hast du das Transkript dieser Doku schriftlich. Und damit wird ja wieder ChatGPT gefüttert, weil das ist ja hier in einer öffentlich-rechtlichen Quelle. Es muss ja also gut sein und dann füttert sich dadurch ChatGPT mit sich selbst. Und so ähnliche Effekte hast du halt, ich sag mal, Abgras-Algorithmen? Ja, natürlich. Ah, ja. Genauso funktioniert das. Und genauso ist es nämlich auch schon so mit Bildern, das habe ich mal gelesen, das ist ganz interessant. Also zum Beispiel Midjourney oder so, die tun ja viel solche Kunstseiten abgrasen, sowas wie DeviantArt. Mhm. Aber dadurch, dass jetzt auf DeviantArt mittlerweile immer öfter Nutzer computergenerierte Bilder dort posten, und schreiben halt, hey, das ist hier computergeneriert oder es vielleicht nicht schreiben, um die Leute irgendwie zu foppen, geht das ja dann wieder rein in diese Generierungsalgorithmen und natürlich werden die dann wieder von sich selbst gespeist. Ich meine mal gehört zu haben, dass die Qualität dadurch irgendwie abnimmt mittlerweile. Ja, genau, das ist es. Ist das wirklich der Fall, ja? Na klar, genau, als würdest du ein Teebeutel zum 50 Mal aufgießen, ja, das ergibt schon irgendwo klar, Sinn. Klar. Das ist dann der Aufguss vom Aufguss. Gut, so, dann jetzt aber mal was weiter. Was mich jetzt hier wirklich stört, ist, dass dieses ChatGPT durch diesen Einleitungstext so als so eine Art neutrale Instanz, die ja alle Quellen berücksichtigt, wie so eine Art Gott irgendwo schlussendlich hier in den Himmel gehoben wird. Und wenn der jetzt sein Urteil spricht, das ist dann zu nehmen, bitte. Ne? Genau das meine ich. Und das ist, finde ich, so ein absolut IQ-90-Take von künstlicher Intelligenz. Weil die künstliche Intelligenz, das ist halt nicht wie ein Star Trek, dass du mit einem Roboter sprichst, Computer, stelle die Schilder auf 100% und mach das und tu dies und jenes und berechne mir, wie ich schnell dahin komme. Also ganz so ist es halt nicht. Ja. Gott sei Dank. Okay. Was wäre, wenn Sie im Osten Landtagswahlen gewinnen? Einen oder mehrere Ministerpräsidenten stellen? Wenn aus Parolen Gesetze werden. Ja, dann ist kein ARD mehr. Ne? Dann, jawohl. Der Höcke macht das dann. Der Höcke macht das dann. Ja, oder jawohl. Der Herr Orban, je nachdem. Genau. Was würde sich in einem AfD-Staat ganz konkret verändern? Zum Beispiel in der Migrationspolitik. Wir beginnen unser Experiment und fragen die künstliche Intelligenz ChatGPT nach einem fiktiven Zukunftsszenario. Wieso fiktiv? Schreibe eine Drehbuchszene. Das ist so schlecht. Die AfD regiert in Deutschland und hat ihr Konzept der Remigration durchgesetzt. Welche Auswirkungen hat das? Wie hat sich das Land verändert?
Also erstmal positiv, dass sie nicht Deportation geschrieben haben. Den Punkt gebe ich denen schon mal. Ich hätte es nämlich erwartet. Ja. ChatGPT antwortet und schreibt wortwörtlich folgende Szene. Die Kamera schwenkt über einen großen öffentlichen Platz in Berlin. Einige Geschäfte sind geschlossen, viele mit Brettern vernagelt. Ein modernes Büro, jedoch viele leere Schreibtische. Ein Mittelalter-Manager spricht besorgt mit einem Kollegen, dem Manager. Die Abwanderung von Fachkräften und kreativen Köpfen hat uns hart getroffen. Unsere Wirtschaft leidet enorm. Bella, Herr Klassenzimmer, in dem die Lehrerin vor einer kleineren Klasse von Schülern steht. Was ja based ist. Also, Alter, der Betreuungsschlüssel. Doch, doch. Aber ganz kurz, was denkst du, ist das der Hintergrund, den wir gerade sehen, ist das auch mit einer KI gemacht, oder? Nee, das werden die dann schon selber gemalt haben. Nee, das werden die auf jeden Fall selber gemalt haben. Aber der erste Satz schon, ja, viele vernagelte Geschäfte mit Brettern, also halt aus irgendeinem Apokalypse-Szenario so. Ja, na, vor allen Dingen, als wäre das jetzt nicht schon der Ist-Zustand mit unserer tollen Wirtschaft im Moment. Also es schließen wieder so viele Betriebe gerade, oder also gerade in den letzten 2 Jahren. Das ist so unfassbar dämlich. Ja. Das ist so dämlich. Okay, warte, nochmal die Szene. Ein Klassenzimmer, in dem die Lehrerin vor einer kleineren Klasse von Schülern steht. Ja, aber das ist doch gut! Ja, ist doch perfekt. Besser betrunken. Und alle können Deutsch? Ja. Also, hä? Die Lehrerin. Wir werden heute über die Veränderungen in unserer Gesellschaft sprechen. Wie fühlt ihr euch dabei? Tom? Stolz. Es ist seltsam. Einige meiner Freunde sind nicht mehr hier. Sie mussten mit ihren Familien gehen. Ich vermisse sie. Menschen, die das Land verlassen müssen? Was die KI beschreibt, nennt die AfD Remigration. Und die beträfe Millionen. Ja, und das ist jetzt schlecht oder was? Wer, also, ich erwehre mich halt dagegen, dass von vornherein dieses Konzept der Remigration hier so als negativ gefilmt wird. Nee, es ist ja im Gegenteil sehr gut. Also, das Ding ist ja mit der Remigration, es wird ja nicht einfach wahllos jeder zurückgeschickt. Das würde auch gar nicht gehen. Aber halt Leute, die einfach sich nicht gut integrieren, die hier nichts geschafft haben von werden. Das würde halt, also erstmal, ganz klar würde es natürlich Leute betreffen, die sowieso kein Bleiberecht hier haben. Also die kein Asyl haben, kein Flüchtlingsstatus, genau, die ausreisepflichtig sind. Wenn jetzt zum Beispiel von diesem Tom hier, von dem Schüler, der nun mal Freunde hat, wo die ausreisepflichtig sind, ja, dann ist es halt so, Pech, dann, also die waren halt illegal im Land. Ihr habt doch das Internet, ihr könnt doch in Kontakt bleiben. Also, was, na, also ohne Scheiß, ne? Das ist ja aus der Welt, ist so. So gute Freunde sind es dann wahrscheinlich doch nicht gewesen. Ja, was mich jetzt, also was mich persönlich an dieser ganzen Geschichte stört mit Remigration, die immer aufgemacht wird, da schieben wir ja dann auch deutsche Staatsbürger ab und so, die einen Pass haben und so. Und dann denke ich mir immer so, ihr habt doch vor nicht mal einem halben Jahr dasselbe gefordert, wo hier Israel-Hamas die Geschichte war. Da hieß es dann auch von einer Nancy Faeser wohlgemerkt, Faktchecken bitte, ja, wir können auch rückwirkend 10 Jahre danach den deutschen Pass aberkennen, was Stufe 10.000 von dem ist, was irgendeine AfD fordert. Also, es ist so verlogen. Also, das kotzt mich halt wirklich an. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist so dieses typische Heuchelei. Ja, also, wenn es uns passt, dann machen wir den harten Hund, aber ja, Konsequenzen gibt es halt leider nie. Ne? Wir werden auch ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Auch der EU-Spitzenkandidat der AfD. Ja, natürlich. Also ich finde auch jetzt an der Aussage wenig auszusetzen. Also gut, ich finde, das ist so ein bisschen eine kontroverse Aussage. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele ins Grübeln kommen. Aber ich persönlich bin schon immer der Meinung, also ich erwehre mich da auch so ein bisschen gegen viele andere rechte YouTuber oder so, die immer zu diesem, wie soll ich sagen, diesem Wachstumsdenken anhängen. Von wegen, ja, wir müssen die Geburtenrate hochhalten, die ist ja bei uns so niedrig und so weiter und so fort. Also, warum müssen wir das? Also, warum müssen wir zwangsweise immer wachsen? Es ist halt normal irgendwo, dass, also eine Gesellschaft kann nicht immer weiter wachsen. Das ist ja gar nicht möglich. Also, irgendwann muss es auch wieder zurückgehen. Und gerade, naja, gut, da könnte man sich über die Rente und so überlegen, ist das noch, wie ist das machbar? Das ist ja meistens der Grund, aber dann würde ich sagen, muss man einfach die Rentenkonzepte überdenken. Ja, also man kann ja auch einfach 100 Milliarden für die Bundeswehr aus dem Sand heben, also das sehe ich auch nicht als Problem.
Ich sehe es ähnlich wie du. Deutschland ist mit 85 Millionen ganz hart überbevölkert bei der Fläche, die es besitzt. Also eingenommen müsste man so auf 40 Millionen oder wahrscheinlich noch eine Ecke drunter sogar gehen, dass es entspannt wäre, auch für die Natur. Aber ja gut, ne? Was halt auch das der Wohnungsmarkt gibt das halt ja gar nicht mehr her. Also in großen Städten, da wird händeringend nach Fläche gesucht, um irgendwas zu bauen. Ja. Also jetzt zum Beispiel hier aktuell in Dresden, da wurden an der Elbe jetzt hier, wo zweimal innerhalb von 10 Jahren übelste Hochwasser war, da wurden jetzt direkt an der Elbe Hochhäuser, also nicht Hochhäuser, 4-stöckige Häuser für Familien gebaut, so eine neue Siedlung, einfach weil es sonst nirgendwo Fläche gab. Ja, hier wird jeder Scheiß versiegelt gerade. Ja. Was ich aber auf der anderen Seite sehe, also wenn man die Leute abschiebt und die Bevölkerung minimieren möchte, man muss aber trotzdem die Bevölkerungspyramide sozusagen in den Pyramidenmodus sozusagen bringen und nicht ins On-Modell. Also das On-Modell heißt, du hast wenig junge Leute und viele alte, was dann wie so ein Sarg ergibt oder wie so eine Urne. Also das muss man halt, reparieren. Und wenn wir jetzt die Leute abschieben, wo ich Fan dafür bin, dann verzerrt sich natürlich dieses Bevölkerungsbild. Also man muss so ehrlich sein und sagen, wir haben jetzt für eine Generation, wenn wir dafür sorgen, dass wir Kinder bekommen, eine beschissene Demografie. Mhm. Ja, aber da sage ich halt auch, ne, dann pumpt der Staat halt da einfach Geld rein. Das juckt doch eh keinen anscheinend, ne, der das ausgleicht. Und nach einer Generation normalisiert sich das wieder. Und dann hat man halt bei 50, 40 Millionen einen gesunden Demografieschnitt. Und dann geht es auch mit diesem Land wieder aufwärts. Also es wird immer so als Naturgesetz hingestellt. A, wir müssen wachsen. Und B, wir brauchen die Leute von außen noch und nöcher. Mhm. Das ist einfach falsch. Ja, ich bin da gerade echt am Überlegen, was du gesagt hast. Ich finde das sehr interessant mit dieser Pyramide und der Urne. Also das ist ja so ein logisches Ding auch. Mhm. Die Gefahr halt bei diesem Urnen-Thematik ist, oder was halt viele befürchten, dass die Urne oder auch der Bevölkerungsdünner, wird das manchmal genannt, sich nach unten hin immer und immer weiter verjüngt. Weißt du, also richtig, dass es ja immer, immer dünner wird. Dass halt unsere Generation macht weniger Kinder als die folgende macht weniger genau, Kinder genau, und so weiter und so fort. Und deswegen muss man das kombinieren. Halt man, muss halt, man muss halt sagen, wir brauchen mehr Kinder und wir schieben halt konsequent ab. Und eine Generation wird das beschissener sein und danach wird es halt besser. Aber es ist halt, das ist halt nicht, wie ein Politiker denkt. Der denkt in 4-Jahresabschnitten. Das ist ja das große Problem. Ja. Das ist echt ein langfristiges Ding. Also gerade so Bevölkerungsentwicklung, Kinderkriegen, Familienpolitik, das ist echt ein langfristiges Ding. Und da sehe ich die AfD-Politik auf jeden Fall sehr gut. Also das ganze Thema Familien, das ist halt bei uns in Deutschland, wäre das Ziel, so ein bisschen mehr in eine ungarische Richtung zu kommen. Dass halt Leute wirklich motiviert werden dazu, bekommt Kinder, ihr kriegt auch Geld von uns dafür, ihr könnt euch länger freinehmen und so weiter. Genau, genau. Und dass man auch ein ganz wichtiges Ding, finde ich, was oft so ein bisschen unterschätzt wird, ist einfach auch so ein bisschen die Achtung vor der Mutterrolle. Dass man jetzt nicht immer sagt, eine Frau ist nur was wert, wenn sie krass in der Karriere unterwegs ist und voll die Chefin ist und das Bossgirl, sondern eine Frau ist auch, macht einen wahnsinnig tollen Dienst, wenn sie Mutter ist. Das ist immer spaßig, weil die klassischen Linken würden einen dann immer vorwerfen, ihr seht die Frauen halt als Gebärmaschine. Ne? Und lustigerweise hat es ja die DDR geschafft, diese beiden Standpunkte zu vereinen, im Sinne von, du hast halt Kinder, aber du kannst ja halt trotzdem arbeiten gehen. Ne? Also das schließt sich halt nicht aus. Ne? Du kannst doch sagen, ich ziehe meine Kinder groß und danach gehe ich halt wieder arbeiten. Ne? Das ist doch, also du bist doch nicht dann gehandicapt fürs Leben, ist auch Blödsinn. Ja, das Ding, also man hat da, das ist halt kein Schwarz und Weiß, wie du sagst, hast du recht. Wobei ich dazu kurz einwerfen muss, das würden ja auch wiederum einige Rechte kritisieren an der DDR-Familienpolitik, dass halt die Entbindung von den Kindern zu den Eltern zu früh war, weißt du? Dass sie da halt würde ich sogar Kita mitgehen. Ja, so. Das hätte man später machen müssen. Also also im Kindergarten ist okay, aber in der Krippe, das fand ich auch schon immer scheiße. Also, und das ist ja auch scheiße. Also,
Das ist ja mittlerweile auch gut untersucht. Also wenn du das Kind zu früh von der Mutter trennst, dann kriegt es halt Probleme. Ja, ich habe dazu leider gar keine Meinung, so wie genau, also welches Alter das sein soll und so. Aber Naja, also interessant. wenn du, das ist ja sagen, wenn du es vor der Trotzphase sozusagen wegnimmst, das ist ja schon mal ganz Ja, schlecht, ja. ne? Und Aha. Kindergarten ist ja jetzt so 4, 5 Jahren, da versteht das Kind sozusagen schon, warum die Mutter mal weg ist. Vorher versteht es das gar nicht und rastet halt völlig aus. Ja, ja. Ja. So, Gut, lass mal kleiner Exkurs nach vier weitermachen. Minuten Sendezeit im Video. Kandidat der AfD, Maximilian Krah, schreibt von bis zu 25 Millionen Menschen, die man dazu bringen müsse, das Land zu verlassen, weil sie für ihn nicht hierher gehören. Man ist eine Gemeinschaft an einem Ort, eine Gemeinschaft der Ähnlichen, und ähnlich ist man geworden über kollektive Selektionsprozesse. Man werde nach der Regierungsübernahme. Wo war das jetzt falsch? Keine Also. Ahnung. Für mich war das jetzt auch irgendwie zusammenhangslos. Also ihm wurde unterstellt, er hätte gesagt, 25 Millionen Leute sollten abgeschoben werden oder Das kann er ja wegkommen. sagen, wenn das seine Meinung ist. Puh. Okay, kann man erstmal so nehmen. Okay. Ja, aber ich hätte jetzt erwartet, dass dafür, dass das zitiert wird, wo er das Ach so, sagt, stimmt weißt du? eigentlich, ja. Weil ich finde, das ist durchaus eine interessante, spektakuläre Aussage, die ich jetzt so von Kra irgendwie noch nicht gehört habe. Ich finde jetzt auch nicht sonderlich schlimm, aber ich hätte jetzt eher dafür was erwartet. Und ich vermute halt fast, die haben das sich hier irgendwie zusammengeklaubt aus irgendeinem Oder ChatGPT hat es TikTok-Video und was gesagt. reininterpretiert, oder ChatGPT hat es gesagt. Und weil ChatGPT das sagt und der ist intelligent, stimmt das auch. Google mal Maximilian Kra 25 Millionen. Ich schau mal weiter, ja? Ja. Den Assimilationsdruck erhöhen, heißt es bei Björn Höcke und anderen AfD-Spitzen. Also, du musst ja hier wirklich nach jedem Satz reingrätschen. Ich weiß, dieses Wort Assimilation ist völlig aus der Mode gekommen, aber ursprünglich war das ja nun mal das Ding, du kommst in ein fremdes Land, du integrierst dich nicht bloß, sondern du assimilierst dich halt auch. Deswegen bist du ja ausgewandert, weil es zu Hause scheiße ist und du das neue Land halt als gut erachtest. Und wenn du was gut erachtest, dann oder für gut erachtest, dann willst du dazugehören und nicht bloß nebenbei leben. Also, ich verstehe gar nicht, was das jetzt hier so negativ wieder. Das macht mich fertig. Ja, ich habe nur ganz kurz, Ja. sorry, ich habe jetzt hier sogar eine Quelle gefunden, woher das kommt mit den 25 Millionen, von einem Twitter-User namens Markus Benzmann, scheint ein linker Kollege zu sein. Okay. Und der hat hier ein Buch oder sowas von Maximilian Krah in der Veröffentlichung, da hat er hier eine Seite fotografiert, Seite 60. Das wird aus irgendeinem Buch von Krah sein. So, und da steht folgender Satz, ich lese es mal kurz vor. Ja. Bleibt die Frage, was mit den dann im Land befindlichen Menschen mit Migrationshintergrund geschehen soll. Das werden in Deutschland prognostisch über 25 Millionen Menschen sein. Davon deutlich über 15 Millionen deutsche Staatsangehörige. Also es geht hier um eine Prognose, also Beziehung, ja. prognostisch, also eine Prognose, um irgendwas in der Zukunft. Von daher, ja, das finde ich so ein typisches Ding, wie ich mir gedacht habe, jetzt mit den 25 Millionen. So genau hat er das jetzt nicht gesagt, 25 Millionen gehören abgeschoben, sondern halt in dieser Prognose, wenn sich das so fehlentwickelt, die deutsche Bevölkerung, dass halt so wahnsinnig viele einen Migrationshintergrund haben. Na, ich meine, wir steuern jetzt anscheinend auf ein neues 2015 zu. Das heißt, es kommen wieder Minimum 1 Million neue Staatsbürger oder Ausländer erstmal. Die bekommen dann die Möglichkeit zum Familiennachzug. Das sind das dann 4 bis 5 Millionen. Ja, da haben wir dann schon mal 10 Millionen mit 2015 zusammen von diesen 25 Millionen abgedeckt, die Boah, halt eben nicht deutsch sind. In irgendeiner krieg bei Form und diesen nicht Zahlen immer ein integriert. bisschen Angst. Also, ich weiß noch, damals diese Zahl, 1 Million 2015, die im Raum stand, genau diese Zahl, die hat mich damals rechts gemacht. Ja, weil ich da dachte, 1 Million im Jahr? Hä, wie soll das gehen? Und die bekommen doch alle Kinder und überhaupt. Und Ja, genauso ist und es gekommen, also also. genau, und als es dann hieß, ja, die können ihre Familien nachholen, denke ich mir so, wieso? Ja. Und 9 Jahre später, schaut jetzt mal in die Schulklassen. Da sind halt jetzt von den Leuten, die 2015 gekommen sind, die ganzen, was weiß ich, 6-, 7-jährigen Kinder und so weiter, sind jetzt hier schon in der Schule oder im Kindergarten Und und in so weiter und 10 Jahren, so wenn es nach den Grünen geht, dürfen die wählen. Ne? fort. Ja, so ist es, so ist es. Ja. Und das geht ja immer und immer so weiter. Das war ja nicht nur 2015 einmalig so. Das ist halt das Schneeballsystem. Ja. Das ist eine Katastrophe.
Und ja klar, wenn du was dagegen tun willst, musst du halt, je nachdem, wie stark die Zeit vorangeschritten ist, immer härtere Maßnahmen treffen, die dich radikaler erscheinen lassen. Ja, aber ja, Aber es ist halt wie bei Machiavelli, ne? Wenn du ein Problem sofort löst, hast du keine Nachwirkungen. Wenn du es aufschiebst, dann hast du genau das. Um es mit einem großen Denker zu sagen, moderne Probleme erfordern moderne Lösungen. Ja. Naja, und wenn wir in der Moderne das Problem haben werden, dass wir halt so einen extremen Kipppunkt haben, also so extrem viele Menschen mit Migrationshintergrund, dann müssen wir halt eben auch moderne Lösungen ansetzen. Also da habe ich auch gar kein Problem mit, muss ich sagen. Ja. Den Druck erhöhen, damit Millionen das Land verlassen? Wir reisen nach Thüringen. Hier könnte Höckes AfD im September die Landtagswahl gewinnen. Wir wollen wissen, wie realistisch sind die Zukunftsszenarien der KI? Und was bedeutet das für Menschen, die ganz unmittelbar von der Politik der AfD betroffen wären? Familie Hassan wohnt in einer kleinen Stadt in Thüringen. Eigentlich heißen sie anders, möchten aber nicht erkannt werden. Aus Angst vor Angriffen. Vor 6 Jahren sind sie aus Libyen nach Deutschland geflüchtet. Hier wohnen sie in einer kleinen Wohnung. Deren Zustand ist ohnehin schlecht. Geflüchtet, ne? Aus Libyen. Da geht's schon los. Wie viele Ja, gut, sichere da. Zwischenstationen? Ich sehe schon, du googelst hier irgendwas. Ja, ich google wie bescheuert die ganze Zeit, weil ich muss sagen, Libyen, okay, also da wird ja leider ziemlich hart gemädelt von der USA. Also seit 2011. Ja. Also, ja, wie, ja, na klar, Ja, aber Libyen, da ja, wird. was ist doch nicht unser Problem? Also, weißt du, warum sind die Leute hier? Naja, da kann man ja dann schon sagen, die flüchten vor Krieg, also wenn da Ja, rumgebombt wird. aber die flüchten nicht nach Deutschland, die flüchten nach Italien vielleicht noch. Stimmt, das müsste Ja? man wahrscheinlich eher sagen. Ja, hast recht, hast schon recht. Ja. Seit Monaten leben sie nun auch noch mit zerstörten Fenstern. Sie haben uns dreimal angegriffen. Die kann aber schon Anfang gut Deutsch. 2023 haben sie das Fenster kaputt gemacht. Meine Kinder schliefen. Die Glasscheiben hätten eines von ihnen treffen können. Das zweite Mal war im Juni. Das dritte Mal, als sie ein Fenster einwarfen, schlief mein Mann in dem kleinen Raum. Sie riefen: Ausländer raus, Ausländer raus. Selbst in ihrem Zuhause fühlen sie sich nicht mehr sicher. Draußen aber sei es noch schlimmer. Ist die Geschichte jetzt auch real oder ist sie von ChatGPT? Gute Frage. Vorhin waren wir ja noch in diesem ChatGPT-Film, ne? Aber Nee, mal wahrscheinlich keine ernsthaft. Comiczeichnung und dann, ja. Also, ich halte diesen Fall irgendwie für konstruiert. Also, ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, der sei wahr, weil wir hätten doch schon 10 Millionen Mal davon gehört, in jeder Zeitung davon gelesen. Gerade in Thüringen, ne? Gerade in Thüringen, ja. Na gut, jetzt hören wir ja zum ersten Mal davon. Also. Die Kinder erzählen von Angriffen in der Schule und auf dem Heimweg. Die warten immer auf mich und die werfen Steine, die schlägen mich, die treten mich, die klauen meine Sachen. Ich wollte nach Hause gehen und dann hat mich halt so eine Jungsgruppe wieder verfolgt, haben mich angegriffen mit Steinen und dann bin ich halt weggerannt und heulend nach Hause gekommen. Vor Angst. Die schreien ja rum, Ausländer, ihr sollt raus. Keiner will euch hier. Mich macht's einfach kaputt, wenn ich immer wieder sowas erlebe. Aber ich versuche immer stark zu bleiben, weil ich habe viel erlebt. Den Druck auf Migranten erhöhen? Kein Zukunftsszenario. So, erstmal, denkst du, die Stimme hier von dem Buben war auch nachsynchronisiert oder war das denen seine echte Stimme? Also bei der Ah, Mutter, da war das schwierig. ja einfach so drüber gesprochen. Ach so, aber da hat man die Mutter im Hintergrund noch reden hören, ne? Also bei dem war es wahrscheinlich die echte Stimme. Bei der Mutter war das ja auch, also ja, bei der Mutter, die hat halt auch Libysch gesprochen, oder? No? Arabisch nehme ich an. Ja. Ja. Ja, Arabisch, genau. Ausländisch hat die gesprochen. Ja. Ja, genau, und dann kam, genau, ach Das so, wurde halt alles klar, dann alles klar. übersetzt, ja. Ja. Der Okay, Junge dann war und die das wahrscheinlich Tochter, die schon seine konnten irgendwie Stimme. schon Ja. Deutsch. Bisschen, ja. Ich weiß nicht. Also, ich würde jetzt mal das beliebte linke Einzelfallargument hier anbringen. Also, naja, tatsächlich, ich halte das jetzt irgendwie nicht für einen großen Fall, der in ganz Thüringen
so wäre. Also, dass jemand einfach nur gemobbt wird, weil er Ausländer ist, dass da übelst die Jugendbanden durch die Straßen ziehen und Ausländer mit Steinen bewerfen in Thüringen. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also, ich sehe das ähnlich wie du. Wenn das so krass wäre, hätten wir es schon längst unter die Nase gerieben bekommen. Ja. Ganz einfach. Fix or didn't happen. Ja. So, schon Gegenwart. Was die Familie heute erlebt, würde sich unter einer AfD-Regierung weiter verschärfen, sagt der Soziologe Matthias Quent. Er forscht seit Jahren zur AfD. Oh, dein Kollege. Um Gottes Willen. Wir erwarten nichts Gutes. AfD und rechtsextremen Ideologien. Natürlich tut er das. Es entsteht ein Gefühl, vielleicht sogar eines Tages von den staatlichen Institutionen entsprechend rassistisch verfolgt zu werden, wenn die AfD die Macht übernommen hat. Und auf der anderen Seite bei potenziellen Täterinnen erfolgt damit ein Legitimierungseffekt, dass man also der Meinung ist, ja okay, also wenn das... Du brauchst dem schon gar nicht weiter zuzuhören. Wenn der von Täterinnen spricht, yeah, dann ist schon alles gesagt. Der Mann hat sich disqualifiziert. Ja. Es kann so einfach sein. Wenn die AfD mit einer solchen Agenda Wahlen gewinnt, warum soll ich mich da noch zurückhalten? Warum ist dann mein Handeln illegitim? Druck und Ausgrenzung gegenüber Menschen, die für die AfD nicht hierher gehören. Ja, ja. Eine AfD an der Macht? Wen würde das noch treffen? Was ist mit denen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, die von Armut betroffen sind? Wie würde sich der Sozialstaat unter einer AfD-Regierung verändern? Jetzt wird es sehr interessant, finde ich. Mhm. Wir lassen die künstliche Intelligenz einen weiteren Blick in die Zukunft werfen und fragen, die AfD regiert seit einiger Zeit. Was hat sich am Umfang der Unterstützung für arme Menschen verändert? In einem gerade eingerichteten Raum des Sozialamts sitzt Karin. Gegenüber von ihr sitzt Herr Meier, sichtlich besorgt. Karin, Herr Meier, ich verstehe Ihre Situation, aber seit die AfD an der Macht ist, wurden die Unterstützungsleistungen drastisch gekürzt. Herr Meier, aber was soll ich denn tun? Ich finde in meinem Alter keinen Job mehr und meine Rente reicht vorne und hinten nicht. Was halt so ein Bullshit ist. Also im Moment, im Moment wird jeder, der bei drei nicht auf dem Baum ist, irgendwo zum Arbeitsvertrag hingetrieben. Come on. Vor allem, als würden die AfD-Maßnahmen ganz ehrlich hier den Herrn Meier treffen. Einen deutschen Staatsbürger, der wahrscheinlich auch deutsche Kinder in die Welt gesetzt hat und irgendwas, keine Ahnung. Also wenn jemandem erst was gekappt wird, dann wäre es halt den ganzen Leuten, die erst seit ein paar Jahren in Deutschland sind. Und ich meine, jetzt, das ist ja jetzt nach diesem Szenario, dass die Leute abgeschoben worden sind. Das heißt, es sind noch viel, viel, viel mehr Stellen frei gerade. Ja? Also wenn er wollte, findet er locker noch eine Scheißstelle. Also ich weiß nicht, worüber wir reden. Karin, die Mittel für arbeitslose Rentner und sozial Schwache wurden stark reduziert. Ich kann Ihnen nur noch minimale Unterstützung anbieten. Und was heißt das? Herr Meier verlässt das Sozialamt. Die Straße ist geprägt von Menschen in ähnlichen Situationen. Einige stehen in langen Schlangen vor Tafeln. Also wie es jetzt schon ist. Also was, worüber reden wir hier? Wie kann man denn ernsthaft jetzt sagen, dieses Drehbuch von ChatGPT wäre irgendwie sinnvoll? Also, wo nimmt denn das ChatGPT das her? Also, wie gesagt, das steht so safe nicht im AfD-Wahlprogramm. Ja, wir wollen massiv Unterstützungsleistungen kürzen. Also, so in der Form steht das nicht. Und da kommt nämlich wieder meine Kritik hier zum Tragen, woraus ChatGPT sich speist, ist nicht in erster Linie aus einem Wahlprogramm und aus irgendwelchen Aussagen von AfD-Politikern, sondern vor allem Rezeption über die AfD, was die ganze Zeit über die AfD verlautbart wird. Aber ich finde es interessant, anscheinend gibt es ja trotzdem so eine Art Grundsicherung, die er ja immer noch bekommt. Ne? Also er kriegt ja trotzdem noch Geld vom Staat. Also eben, genau, es hieß ja, ich kann Ihnen nur minimale Unterstützungsleistungen anbieten. Ja, das ist ja trotzdem nicht verkehrt. Also ich weiß jetzt nicht, was heißt das, 2,50 Euro oder? Nee, es wird dann trotzdem sein, ne? Auf sowas wie Bürgergeld wahrscheinlich hinauslaufen. Nur halt keine Ahnung, neuesten Computer, den du dann noch gestellt kriegst, oder hast du nicht gesehen? Ja. Also es ist sehr unkonkret, ja. Mehr Armut durch eine AfD-Regierung? Weniger Unterstützung für Arbeitslose? Wer arbeitet, ist der Dumme. Unsere Gesellschaft basiert auf einem ständigen Geben und Nehmen. Nur im Bürgergeld. Da gibt man gar nichts. Und man bekommt trotzdem. Ihr Bürgergeld treibt die Sozialkrise auf die Spitze. Die Fleißigen werden bestraft.
Wir sind bei der Tafel in Sömmerda in Südthüringen. Hier. Ja, also als Arbeiter muss ich sagen, ja, es stimmt schon irgendwie. Ich zahle de facto irgendwas um die 60% Steuern jeden Monat. Tendenz steigen. Ich finde das ganz, ganz interessant, was die hier so versuchen. Die versuchen ja den Leuten hier so Angst zu machen, wenn die AfD an der Macht ist, dann bekommst du halt kein Arbeitslosengeld mehr und so weiter und so fort. Aber diese Angstmacher, die richtet sich ja eh nicht an die potenziellen AfD-Wähler oder eigentlich auch nicht an die, wenn ich ehrlich bin, auch nicht an die meisten Deutschen. Weil wir Deutschen sind ja extrem arbeitswütiges Volk. Also das ist den meisten, die meisten Leute werden jetzt mit diesen Aussagen, die gerade eben getroffen wurden, wer arbeitet, ist der Dumme und wer was aus sich macht, muss arbeiten, keine Ahnung. Mit solchen allgemeingültigen Aussagen zur Arbeit werden die d'accord gehen. Also wenn also man hat ja eigentlich so eine gewisse Arm, wenn man sagt, man ist arbeitslos. Ne? Ja, ja. Das sagt man nicht gerne. Warum auch immer. Also das ist halt wahrscheinlich antrainiert, aber es ist so. Wenn man nicht stinkend faul ist und wirklich gar nichts macht, dann braucht man auch keine Angst vor der AfD haben. Und natürlich, es gibt immer irgendwelche Einzelfälle, ja, aber das ist der Promillebereich vom Promillebereich. Ja, ich glaube, das kriegt man auch noch irgendwie geregelt. Ja, so, jetzt bin ich gespannt auf die Einschätzung von der Tafeltante hier, die wahrscheinlich total unbefangen sein wird. Seitdem die Leute abgeschoben sind, kriegt Oma Erna auch wieder was. Ja, das müsste ChatGPT schreiben. Das wäre interessant. Arbeitet Antje Strach. Schon jetzt würden Menschen verurteilt, die hierher kommen, weil sie schlicht zu wenig Geld zum Leben haben. Ja, die Leute denken, schau dir die an, die Schmarotzer, die Assis, sollen sie doch arbeiten gehen, gammeln den ganzen Tag nur zu Hause rum und ja. Auch er kommt regelmäßig hierher. Er möchte nicht erkannt werden. Zu groß ist die Scham, die Angst vor weiterer Ausgrenzung. Eine mögliche AfD-Regierung macht ihm Sorgen. Ich möchte nicht, dass es so weit kommt, dass die AfD an die Macht kommt. Für uns Leute, die hier zur Tafel gehen, für die Bürgergeldempfänger, hat die AfD nichts übrig. Und trotzdem, die Partei würde auch von armen Menschen gewählt, erzählen sie hier. Mhm. Ich kenne einige Leute auch meiner Nachbarschaft, die Bürgergeld bekommen, und die würden die AfD wählen. Ja, Mensch. Kaum befragst du mal nicht ChatGPT, bekommst hier ein sehr differenziertes Bild tatsächlich. Ja. Das ist doch spannend, warum würden sich denn die Leute selbst schaden, wenn die Bürgergeldempfänger AfD wählen würden? Da bin ich, also das wird, dem würde ich halt hart widersprechen. Also die meisten Bürgergeldempfänger würden wahrscheinlich eher noch von der AfD profitieren, würde ich meinen, weil halt das Bürgergeld, es wäre wahrscheinlich am Ende mehr für alle da, weil nicht für Kunst und Kunst Bürgergeld ausgegeben werden muss. Ja, stimmt, es ist doch jetzt mittlerweile über 50% Bürgergeld geht halt an Nichtdeutsche. Ja, da könnte man dann auch sagen, ja, erhöhen wir mal ein bisschen dann, ne? Ja, eben. Ja. Also, ich sag mal so, wenn du jetzt halt mit deutschen Leuten sprichst, die Bürgergeld bekommen, also ich denke, da wird die Angst vor der AfD, was Bürgergeld angeht, gering sein. Weiß nicht, vielleicht hast du halt nur irgendwelche Leute befragt, die in den letzten 5 Jahren hierher gekommen sind und sowieso keine großen Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, weil sie kaum Deutsch können, wenig schreiben können, keine Ausbildung haben und so weiter. Ich finde gerade dieses Tafelbeispiel halt so unheimlich spannend, einfach weil ich war eine Zeit lang bei der Tafel als Kunde und diese ganzen Geschichten, die man so gehört hat seit 2015 mit halt Oma Erna, dass sie halt nicht mehr gern zur Tafel geht, weil da so ein aggressives Klima herrscht und sich die Leute dauernd vordrängen und so. Was dann ja darin gemündet hat, dass, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Tafel war das, die gesagt hat, wir machen jetzt Tage für Migranten und Tage für Alteingesessene. Ne? Was dann einen riesen Shitstorm gab und dann sind die da natürlich wieder zurückgerudert, aber das hat ja erstmal ein Symptom beschrieben, dass, ja, der deutsche Bürgergeldempfänger bei der Tafel halt zweite Klasse auf einmal war. Ne? Also, ja, zutiefst unsozial. Deswegen abschieben und ihr steht wieder vorne in der Reihe. Ganz einfach. Jawohl. Sich selbst schaden, wenn sie die AfD wählen wird. Aber die wählen die. Das hört man ja. Das ist beängstigend. Dann bis nächste Woche. Nächste Woche. Tschüss. Weniger Hilfe für Arbeitslose. Alter, was ist denn das für eine Art Doku? Also, gibt uns doch mal ein paar sinnvolle Beispiele. Also,
wir hören ja als Begründung dafür, dass die AfD weniger Hilfe gibt, irgendeine scheiß sinnlose Aussage von ChatGPT und dann irgendeinen dahergelaufenen Typen, der hier an Tafelkunde ist. Ja toll, also was ist denn das für eine Art Journalismus? Das fordert die AfD. Aber würde unter einer AfD-Regierung die Armut in Deutschland wirklich weiter zunehmen, wie es die künstliche Intelligenz vorhersagt? Wie stünde es... Oh was, die stellen Gott in Frage gerade? Oh, oh, oh. Das kann aber nicht sein, ja. Es in einem AfD-Staat um die untere Mittelschicht, um Geringverdiener, um die sich die Partei angeblich besonders kümmern will. Die AfD stimmte gegen die Erhöhung des Mindestlohns. Laut ihres Grundsatzprogramms ist sie gegen eine Mietpreisbremse, gegen eine Besteuerung hoher Vermögen. Ich glaube, das müssen wir jetzt mal auseinander dividieren, oder? Würde ich nämlich auch sagen. Deswegen habe ich immer kurz gestoppt. Erhöhung Mindestlohn, bin ich tatsächlich auch dagegen. Und klar, macht Sinn, dass die AfD dagegen ist. Na gut, das ist halt so ein linkes Ding. Also so dieser Glauben, ja, wir müssen immer nur das Geld erhöhen. Und also so dieses gib mir mehr, ich will mehr. Dieses Ding, aber so funktioniert halt die Wirtschaft nicht. Also ich bin tatsächlich ja sogar eigentlich gegen Mindestlöhne generell. Also ich weiß nicht, früher vor 10 Jahren, gut, da war ich halt sowieso noch links, fand ich es irgendwie eine nette Idee, aber naja, mittlerweile habe ich mich mit ein bisschen beschäftigt irgendwie, oder ich habe mal so einen netten Vortrag gehört, ich glaube Milton Friedman war das. Das ist ja so ein Wirtschafts-, genau, so ein ganz schlimmer FDPler. Also ja, so ein Wirtschaftswissenschaftler. Aber, ja. Und der hat halt gemeint, so Mindestlohn wäre halt Gift für die Wirtschaft. Weil es halt das alles durcheinander rüttelt. Also kannst halt die Leute nicht mehr nach ihrem tatsächlichen Wert bezahlen. Und davon müssen dann am Ende die viel Wert schaffen, haben dann darunter das Nachsehen. Und halt auch die Unternehmen und überhaupt. Also ich bin da mittlerweile auch dagegen. Also generell gegen Mindestlohn. Und dass die AfD jetzt gegen die Erhöhung ist, finde ich völlig legitim. Also ich glaube, da haben wir tatsächlich unterschiedliche Meinungen an dem Punkt. Also ich bin tatsächlich für einen Mindestlohn. Einfach weil wir ja uns ja diese Grundsicherung irgendwo leisten. Und das heißt, du musst dafür sorgen, dass die Leute, wenn sie arbeiten gehen, mehr verdienen als der Typ, der auf der faulen Haut liegt. Das ist aber einfach dem geschuldet, dass wir die Grundsicherung haben. Ne? Das stimmt, das habe ich überhaupt nicht bedacht. Hast recht. Und ich bin auch dafür tatsächlich, dass wir den Mindestlohn erhöhen, aber halt nur, wirklich nur um die Inflationsrate um, sonst gar nichts. Ne? Und ja, auch nur dann auch wenn die anderen Gehälter in der Branche oder in allen Branchen halt auch so steigen. Weißt du? Und das ist das Thema. Das ist halt nämlich leider ja aktuell gar nicht gegeben. Richtig, also die richtig. Lohnentwicklung ist überhaupt nicht gleich zur Inflationsentwicklung. Und da würde ich dann sagen, anders. Mein Vorschlag wäre, du tust die Mindestlöhne nicht anhand von der Inflationsentwicklung festmachen, sondern von eben der allgemeinen Lohnentwicklung. Ah, okay, ja. Dass du es halt sagst, wenn... Ich meine, es ist ja ein Mindestlohn. Wenn du sagst halt, die ganz normalen Arbeiter, die haben jetzt nur 2% Erhöhung gesehen in den letzten 3 Jahren oder so, dann kriegen halt die Mindestlohnleute auch nur 2%. Also fände ich es unfair, dass die dann profitieren würden, weil halt krass Inflation ist. Die kriegen jetzt zum Beispiel plus 10% oder so. Und dann würde sich nämlich ja wieder für die anderen das normale Arbeiten weniger lohnen. Also das normale Arbeiten, du weißt, was ich meine. Also es würde sich weniger lohnen, einen Job zu haben und in Bildung zu investieren, was dir einen besseren Job verspricht als Mindestlohn. Dann kann es natürlich passieren, wenn sich an der Lohnentwicklung nichts verbessert, sozusagen nur die Jahre und die Inflation steigt, dass du sozusagen, wenn du Mindestlohn arbeiten gehst, weniger hast als der Typ in der Grundsicherung, der auch noch 40 Stunden die Woche Freiheit. Ja, ne? Das ist halt alles super diffizil. Ja, das müsste man wahrscheinlich wirklich mal nochmal von Kopf bis Fuß neu denken. Also ich hätte auch gegengestimmt, gegen die Erhöhung. Weil, das haben wir glaube ich noch nicht angesprochen, weil das so eine Spirale auslöst. Ja. Also wenn ich jetzt so höre hier irgendwie Mindestlohn 15 Euro, was heißt denn das? Das heißt, derjenige, der jetzt 13 Euro nicht Mindestlohn hat, der möchte dann, ja, weiß nicht, 16, 17 Euro haben, damit er sagt, naja, dann kann ich auch für Mindestlohn arbeiten gehen und habe nicht meine Verantwortung für Abteilungsleitung oder Schichtleiter oder was auch immer. Ja, und das heißt, das Unternehmen, was den beschäftigt, muss seine Preise anziehen.
Die Preise werden wieder weitergegeben am Verbraucher, das heißt, es wird teurer und dein Mindestlohn, die Erhöhung ist wieder weg. Und wir starten erneut. Ja, und das zieht sich vor allem dann immer weiter durch alle Branchen und dann hast du halt wieder Inflation, weil das Geld halt weniger wert wird. Ja, also, und auf dem Weg dahin machen wieder ein paar verrammelte, mit Brettern behangene Geschäfte die Runde, ne? Ja. So, was hatten wir hier noch? Mietpreisbremse. Also. Da weiß ich jetzt tatsächlich zu wenig drüber, Mietpreisbremse. Da geht es im Grunde darum, dass der Vermieter nicht einfach endlos erhöhen kann. Also es gibt ja im BGB, ein paar Sachen, die festsetzen, wie oft du die Miete erhöhen kannst, nach wie vielen Jahren und so. Genau. Und dann gibt es halt aber auch den, den Stadtteil, wo die Wohnung ist, da gibt es so einen Mietspiegel. Und du darfst halt nicht drüber oder drunter liegen unter diesem Mietspiegel. Also zu weit drunter oder zu weit drüber. Ne? So ist das erstmal. Und das Ding ist aber, dass durch diesen Mietspiegel die Mieten halt über die Jahre immer steigen, weil keiner vermietet die Wohnung ja unterhalb des Mietspiegels. Also jeder Vermieter guckt, wie ist gerade hier der Durchschnittspreis, nimmt den und schlägt was drauf oder halt auch nicht, je nachdem. Aber keiner sagt, na Mensch, da gehe ich noch 100 Euro runter. Und dadurch hast du dann auch so eine Spirale nach oben über die Zeit. Klar. Ja, und soweit ich das verstanden habe, dagegen ist diese Mietpreisbremse. Das wäre schon gut, auf jeden Fall. Für mich ist halt die Frage, na gut, das ist halt generell dieses Ding bei diesen Punkten, also das ist halt hier sehr verkürzt. Also die Frage ist ja auch so ein bisschen, warum haben die dagegen gestimmt? Ging denen vielleicht nämlich der Antrag nicht weit genug, der hier vorgestellt wurde? Das würde ich tatsächlich mal ablehnen. Also das glaube ich nicht. Okay. Ich denke, da geht es einfach darum, dass der Staat wieder irgend so ein Gesetz erlassen hat und da so richtig in den Immobilienmarkt reinmittelt. Genau, und womit ist das verknüpft? Also wir haben hier drei Stichpunkte, ja schön und gut, aber das sind ja riesige Anträge, in denen sonst was steht und 1000 Gesetze werden dann neu umformuliert und hast du nicht gesehen. Also ja, das ist mir jetzt ein bisschen zu kurz. Aber das ist halt so generell dieses Ding und auch so diese Taktik, natürlich von diesem Beitrag von Monitor extrem an der Oberfläche zu bleiben. Also sagst halt, ja, die Armut nimmt zu. So. Und für Ausländer wird es schlimmer. Und also immer nur alles ganz an der Oberfläche. Und dafür nimmt man sich als Beispiel, ach so, wir haben hier übrigens eine Flüchtlingsfamilie, da wurde mal ein Stein ins Fenster geschmissen. So, zack, zum nächsten. Damit ist das jetzt abgehakt. So, die Leute werden ärmer. Warum ist das so? Ja, weil das der Typ an der Tafel sagt, der Tafelkunde. Wir haben nämlich genau einen befragt. So, das ist nämlich perfekte Stichprobe, haben wir gelernt damals im Studium. Zack, weiter. Und genauso ist das hier mit den Punkten. Du bleibst extrem an der Oberfläche. Na, hier ist es sogar noch billiger, finde ich so, jetzt, wenn ich es mal durch den Kopf gehen lasse. Du hast diese drei Begriffe oder Stichpunkte und die sagen alle, nee. Und Erhöhung Mindestlohn, das klingt doch erstmal gut, ne? Zack, die sind dagegen, okay, die sind scheiße. Mietpreisbremse war immer in den Überschriften und so als was Gutes geframed. Die sind dagegen, okay, die sind scheiße. Vermögenssteuer, boah, die scheiß Bonzen. Was, die sind dagegen? Alles klar, also Vermögenssteuer einführen dann wahrscheinlich, ne? Ja. Wird das ja sein, ja. Ja gut, also zu dem letzten Punkt, ich glaube, die CDU hat es damals abgeschafft, die Vermögenssteuer, lustigerweise. Oder die SPD, einer von den beiden. Ja. Also, da bin ich tatsächlich, da bin ich tatsächlich irgendwo dafür. Nee, warte mal, Entschuldigung, es war Spitzensteuersatz, Entschuldigung, ich bringe das durcheinander. Vermögenssteuer ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja das, was du besitzt und nicht bloß, was du in deinem Sparschwein hast, sondern was du halt an Fabriken und so weiter hast. Nee, no? Vermögen ist ja auch tatsächlich, was du besitzt. Also, das musst du dir mal vorstellen, wie absurd das ist. Also, du sollst, wir zahlen ja eh schon Steuern auf alles. Dann sollst du nochmal Steuern zahlen, einfach, dass du was besitzt. Also, weil du es nicht ausgibst oder was. Also, nee. Ja, stimmt, so gesehen, ja, richtig, ja. Also, bald wird noch die Luft besteuert, ich sag's schon noch. Das haben wir doch schon, es gibt doch eine CO2-Steuer. Das ist ist letzten Endes die Luft besteuert, ja. Ja, stimmt, das stimmt tatsächlich. Ja.
Was würde eine AfD-Regierung konkret bedeuten? Das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat die Steuerpläne aller Parteien zur Bundestagswahl 2021 untersucht und kam zu folgendem Ergebnis. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro hätte nach den Steuerplänen aller anderen Parteien mehr Geld zur Verfügung. Von den Plänen der AfD aber... Ach, das sind diese legendären 20%, die dem Team Tino Chrupalla vorgehalten wurden, ne? 20 Euro, Entschuldigung, ja. An so einem nebulösen Modell, ja. Ja, 40.000 Euro Jahreseinkommen. Warte mal, es geht jetzt hier um Steuer oder... Wir können aber kurz Steuer? Zurückspringen. Ich habe hier diesen Stuhl gerade als. Ja. Ja, okay, warte, so. Wir machen nochmal hier. Hat die Steuerpläne aller Parteien zur Bundestagswahl 2021 untersucht und kam zu folgendem Ergebnis. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro hätte nach den Steuerplänen aller anderen Parteien mehr Geld zur Verfügung. Ah. Das würde ich erstmal bezweifeln wollen. Das würde ich extrem hart bezweifeln, muss ich auch sagen. Also weil, was sind denn 40.000 Euro bei zwei Verdienern? Das sind 20.000, logischerweise. Durch 12? Was? Da verdiene ich ja mehr. Ich würde dir erstmal alles bezweifeln. Plus Kindergeld für zwei Kinder. Vor allem, weißt du, was mich am meisten juckt? Also, dass die Linke hier so weit oben steht. Plus 5.090 Euro, so. Ja. Weil das Problem ist ja, an einem linken Parteiprogramm, oder was heißt das Problem, womit die Linke auf Stimmenfang geht, die tun ja jedem alles versprechen. Du kriegst mehr und du kriegst mehr und du kriegst mehr. Du sowieso, ja. Also, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Die Linke will allen mehr geben und will dann noch weniger Steuern einnehmen. Also, du kannst doch nicht allen mehr geben und dann auch noch weniger Steuern einnehmen. Also das geht ja gar nicht zusammen. Entweder außer oder. Du baust den Staat halt ab, aber ich glaube, das ist nicht im Sinne der Linken, ne? Nee, gar nicht. Also deswegen halte ich, also schon allein deswegen, weil die Linke hier ganz vorne ist, halte ich das, diese ganze Studie für Schrott. Ja. Das kann so nicht gehen. Wie gesagt, schaut euch mal das Parteiprogramm der Linken an oder das Wahlprogramm. Alter, da steht ein Zeug drin. Also jeder, da kriegt jeder alles mehr. Aber um jedem allen mehr zu geben, musst du halt wirklich mehr Steuern einnehmen. Kannst du nicht an Steuern sparen. Ja, das ergibt halt nicht Sinn. Und wenn die das schreiben, die wollen an Steuern sparen, ist es einfach nicht realistisch. Also vielleicht ist die AfD wenigstens realistischer. Also ich würde es halt mal hart bezweifeln. Du, und ganz ehrlich, weißt du was, wir nehmen das jetzt mal als wahr an. Okay, du hast 20 Euro mehr im Jahr. Ja. Ja. Dafür hast du keine Probleme, eine Wohnung zu finden. Du kannst nachts durch den Stadtpark gehen. Ja. Ja. Du hast kleinere Klassen, wie uns ChatGPT ja netterweise gesagt hat. Ja. Also diese ganzen soften Parameter verbessern sich ja sehr zu deinen Gunsten. Während du bei der Linken, ja, du hast zwar 5.000 Euro mehr, aber jetzt ganz plakativ gesprochen, ja, deine Tochter wird im Stadtpark vergewaltigt, dein Sohn wird abgestochen, ne? Du findest keine Wohnung mehr, du bist massiv überfremdet, nur noch überall um dich rum wird Arabisch gesprochen oder Türkisch oder sonst was. Du kriegst keinen Termin beim Arzt, weil er ist für die nächsten 12 Monate ausgebucht. Ja, klingt schon schön, ne? Ja, Geld ist halt nicht alles am Ende des Tages. Definitiv. Und wie gesagt, das war der Bestfall. Also, ne? Ja. Aber gut. Das fand ich gut jetzt, dein Punkt. Aber nochmal, ich würde halt eher bezweifeln, dass das hier so stimmt, ganz ehrlich. Definitiv, ja. Ich halte das für starken Unsinn. Würde sie nahezu gar nicht profitieren. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat die Pläne der Partei analysiert. Was wäre, wenn die AfD an die Macht käme und ihre Sozialpolitik umsetzen könnte? Wenn die AfD. Oh Gott, man muss ja hier wirklich bei jedem Punkt stoppen. Es ist so schlimm, weil wir sind schon bei einer Stunde jetzt. Na, hallo Herr Fratscher. Zahlen die Flüchtlinge schon die Renten? Die 7 Jahre sind rum. Wie sieht's denn aus? Und war nicht auch hier der Marcel Fratscher das jetzt hier mit den, der gegen die Bezahlkarte war? Ja. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht mitbekommen. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. Genau. DIW-Präsident kritisiert Willkommenskultur in Deutschland. Die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Ja, okay, genau. Das war ganz lustig. Er hatte nämlich auf Twitter irgend so ein Bild gepostet. Dann ging es darum, warum er gegen die Einführung der Bezahlkarte ist. Und dann hat er gesagt, naja,
Also die Bezahlrate, das würde ja die ganzen Fachkräfte, zum Beispiel Softwareentwickler aus Indien oder so, davon abhalten, nach Deutschland zu migrieren, wenn es eine Bezahlkarte gibt. Also, was übelst sinnlos ist, weil die Softwareentwickler aus Indien, die nach die Deutschland migrieren, die brauchen nicht die scheiß Bezahlkarte. Ja, die bekommen keine Bezahlkarte, weil die ganz normales Geld verdienen. Aber das war ungelogen. Das war das, was er auf Twitter gepostet hat. Mit so einem Unfug bist du Chef von so einem Institut. Das geht auf keine Kohort, oder? Ja. Unfassbar. Ja, man muss halt dazu sagen, das Institut hat halt einfach... Achso, ich habe den Tweet sogar. Soll ich den mal schnell vorlesen? Ich habe den Tweet vorgelesen. Gerne. Das Einzige, das wir mit der Bezahlkarte bewirken, ist, dass die IT-Programmiererin aus Indien oder der Ingenieur aus Brasilien sagen, das tue ich mir nicht an. Ich gehe lieber dahin, wo ich als Mensch ordentlich behandelt werde. Ich gehe lieber dahin, wo ich meine Bezahlkarte bekomme. Ohne Scheiß, das ist sowas twittert der. Also die IT-Programmiererin aus Indien oder der Ingenieur aus Brasilien kommen nicht nach Deutschland wegen der Bezahlkarte. Alles klar, also da ist er wirklich Hopfen und Malz verloren. Oder sind wir realistisch, der einzige Sinn von diesem Herr Fratscher und auch von diesem DIW-Institut ist, der Politik zuzuspielen, dass die, also... Ich habe die Wissenschaft auf meiner Seite. Ich habe die Wissenschaft auf meiner Seite, ihr macht das alles richtig und so weiter. Das ist der Grund. Das hatte jetzt nichts mit wirklicher Wissenschaft zu tun. Also man kann doch nicht ernsthaft sowas posten und dann sich Wissenschaftler schimpfen oder Wirtschaftler oder irgendwas. Also nee. Hier, ich würde vorschlagen, wir lassen das jetzt mal bei dieser Hängepartie und schauen dann in der nächsten Folge, was der Herr Fratscher uns nun hier Tolles erzählt, so in den 20 Euro, ne? Okay, dann machen wir es so. Dann, liebe Leute, seid gespannt darauf, was dieser nette Herr uns gleich unter die Nase reibt. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüss.